Minecraft von Hühnerfarm schon ein großartiger Weg, leicht und vor allem schnell an Nahrung zu gelangen. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ganz leicht und kompakt eine eigene Hühnerfarm bauen könnt, die euch das Hühnchen gleich brät und ihr selber entscheiden könnt, ob ihr Hühner in der Farm haben wollt oder nicht. Das alles seht ihr in diesem Video. Kommen wir nun zu den Kenngrößen. Sie ist insgesamt 4 Blöcke hoch, was relativ hoch ist für so ein Redstone-Build. 6 Blöcke lang, was sehr, sehr lang dafür ist, aber auch dafür sehr effektiv ist. Aber dafür nur schmale 3 Blöcke breit, was das Ganze wieder ein bisschen auflockert. Kommen wir nun zum Material. Wir haben insgesamt 2 Redstone, 2 Redstone Torches, 3 Repeater, 64 Blöcke eurer Wahl, 2 Comparator, 3 Dropper, 2 Dispenser, 1 Chest, 1 Sticky Piston, 5 Hopper, 2 Stone Button und 1 Slab. Fangen wir auch schon gleich an. Wir platzieren einfach 2 Blöcke, in deren Mitte ein Block frei bleibt. An dieser kommen jeweils 2 Stone Buttons oder Holz Buttons, wie ihr wollt. In die Mitte kommt eine Chest und an die Chest hinten ran kommt ein Hopper. Hinter diese beiden Blöcke, wo die beiden Buttons dran sind, kommen jetzt 2 Repeater, wobei der linke in einen Block reingeht, auf diesem ein Redstone ist. Und auf diesem Redstone Repeater kommt jetzt noch ein Block, damit das alles gekappt wird. Hinter dem Block, wo das Redstone drauf ist, kommt jetzt noch ein Repeater, der wiederum in einen Block reingeht. Und auf der rechten Seite von dem Block, wenn man von vorne raufguckt, kommt jetzt eine Redstone-Torch, die schlussendlich für den Auf- und Zumachmechanismus des Bodens von dem ganzen Hühnerstall hinten ist. Heißt also, wir platzieren einfach einen Block auf diese Torch und schlussendlich sollte das alles so aussehen. Wir platzieren natürlich noch den Sticky Piston davor und ja, der soll sich ausfahren. Und wenn es so bei euch nicht aussieht, dann ist irgendwas falsch gelaufen und dann spult ihr einfach nochmal kurz zurück und schaut es euch an. Kommen wir jetzt nun zum zweiten Step des Ganzen. Wir platzieren erstmal den einen Slab hier an den Sticky Piston, einen Dispenser dort und kommen jetzt nun zu den Droppern. Dieser zeigt nach vorne, der zweite nach oben und der dritte nach hinten und der dritte endet in einem Hopper, der wiederum nach unten in den ersten Dropper zeigt und wir haben jetzt hiermit unsere kleine Glocke gebaut. Daher brauchen wir hier hinten nochmal einen Comparator, der schlussendlich in einem Block endet. Auf diesem Block ist ein Redstone, der wiederum dann hier oben an einem extra Block die Torch aktiviert oder deaktiviert. Das war's mit dem zweiten Step, ein wenig schnell. Wenn ihr es nicht wirklich gesehen habt, dann spult einfach nochmal zurück, schaut euch das Video nochmal an, weil so sollte das alles jetzt hier bei euch aussehen. Kommen wir jetzt nun zu der Verkabelung für den Eierwerfer selber. Wir platzieren erstmal einen Dispenser hier vorne. An diesen Dispenser sollte hinten ein Hopper ran. Auf diesen Hopper kommt jetzt ein Comparator, damit das auch alles aktiviert wird, wenn wir hier schlussendlich gleich unsere Hopper-Clock bauen. Die platzieren wir nämlich hier hinten auf die Torch drauf. Heißt also, wir platzieren erstmal einen Block eurer Wahl hier hin, bauen den aber auch gleich wieder ab. Der Hopper soll in diesem Block zeigen. Wir fliegen hier kurz, shift einfach, damit wir hier eine kleine Hopper-Clock bauen können, die dann schlussendlich hier einen Impuls immer freisetzt, damit unsere Eier hier rausgeschossen werden und wir Hühner bekommen. Ja, kommen wir jetzt nun zu einem der wichtigen Parts, und zwar den Einstellungen. Wir müssen noch ein paar Items platzieren, und zwar in diesen unteren Dropper muss ein Item eurer Wahl rein. Hier oben in einen der beiden Hopper muss ein Item rein, aber ich würde jetzt erstmal sagen in den hinteren Hopper. Und ganz, ganz wichtig, diesen Repeater auf 4 Ticks setzen, weil ansonsten klappt das alles nicht. Kommen wir jetzt nun schlussendlich zu der Verkleidung. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr es wollt. Nur ich zeige euch jetzt hier einfach mal eine Möglichkeit, wie ich das auch bei mir in den Videos benutzt habe. Wir platzieren dann statt die Oakwoods hier ganz normal Oakwood Logs, platzieren auf diese umgedrehte Stairs hier wieder ein bisschen Oakwood Logs und oben wie so eine Art Dach, wobei wir aber in der Mitte ein Glas lassen, damit wir auch sehen können, ob unser Hühnchen schon groß ist oder nicht. Jetzt verschließen wir einfach nur noch die Seiten und oben noch. Das gleiche machen wir jetzt gespiegelt, einfach auf der anderen Seite. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Das ist jetzt hier nur ein kleines Beispiel, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, beziehungsweise gesehen habe, wie ich das auch sehr schön fand. Und was ganz wichtig ist, hinten auf den Comparator, den ihr da gerade seht, da kommt später schlussendlich der Hühnerspawn hin, beziehungsweise der Eierlegeapparat. Und was ganz wichtig ist, dass an diese beiden Seiten Stein kommt. Am Ende des Videos wollte ich euch noch schnell sagen, schaut auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung, weil da ist ein Link zum Originalersteller, dem guten Mr. Crayfish. Unter jedem Redstone-Tutorial ist bis jetzt immer ein Link gewesen, wo ihr zum Originalersteller kommt. Das wollte ich euch jetzt nur schnell sagen, nicht das heißt, dass ich irgendwie was geklaut habe oder so. Ich habe das unten immer verlinkt, alles. Deswegen würde ich sagen, lasst mir mal einen Daumen hoch oder runter da mit dem passenden Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein und tschüss.